So, liebe Freunde, etwas außer Atem und etwas kaputt bin ich jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Härtetest war wirklich hart. Nachdem ich ungefähr, ja, ich denke mal so 2 Stunden 10 für die Hälfte gebraucht habe, bin ich jetzt auf dem Rückweg doch ziemlich lange unterwegs gewesen. Ich wollte ja unbedingt einen anderen Weg laufen als hinzu, aber ich habe mich da 2-3 Mal ganz böse vertan. Ich glaube, ich bin statt 20 Kilometer so um die 23 bis 25 gelaufen. Genau sagen kann ich es leider nicht, weil vor circa 1,5 Stunden ist die Batterie in meinem Kilometermesser ausgegangen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr genau schauen, wie viel Strecke ich gemacht habe. Das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, waren wir so bei knapp, na, ich denke mal 18 Kilometer. Ja. Ich hatte ungefähr 1000 Kalorien schon verbrannt, auch nicht schlecht. Eine schöne Art, das Gewicht wieder loszuwerden. Ich muss aber jetzt sagen, die letzten 3-4 Kilometer waren wirklich ziemlich die Qual. Die Füße brennen mir. Ich glaube, ich habe links und rechts jeweils eine Blase. Eigentlich sehr bedenklich, wenn man denkt, wie fit ich mal letztes Jahr war. Aber gut, das sind andere Schuhe. Es ist ein ganz anderes Laufen. Der Rucksack drückt. Und ich kann absolut nicht begreifen, wie es Leute schaffen, auf dem Jakobsweg ungefähr 40 oder 50 Kilometer sogar am Tag zu laufen. Also ich bin jetzt 25 ungefähr gelaufen und muss sagen, das hat mich ganz schön angestrengt. Freue mich jetzt auf die Dusche und naja, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.